Ja, wie man sehen kann, sitze ich im Auto. Ich war heute im Bikepark San Andreasberg und habe mir mal die neuen Elemente angeschaut, die auf deren YouTube-Kanal vorgestellt wurden. Hauptsächlich habe ich mich dabei auf die Linie 4 konzentriert, denn dort wurde richtig viel gebaut. Wenn ihr das mal vergleichen wollt, ich habe noch ein älteres Video von der Linie 4 in meinem Kanal, werde ich auch gleich hier irgendwo verlinken. Und dann könnt ihr mal sehen, was da so entstanden ist. Ein Stück weit wurde diese Linie entschärft. Das heißt, es wurden ein paar Wurzeln rausgenommen, ein paar Kurven wurden schön zu Anliegern geshaped und eine Stufe wurde da auch weggenommen, die ich vorher relativ anspruchsvoll fand. Es sind zwei neue Sprünge entstanden, aber wie gesagt, seht selbst und dann könnt ihr vergleichen.